alles in Ordnung. Hm, was für eine Kiste. Ich frag mich, was da drin ist. Da muss doch sicher jemand drin sein. Ja. Hallihallo, ich bin's, die Irene. Oh, Poli, was ist denn mit dir passiert? Oh, Irene, du hast mich gerettet. Ich wollte herausfinden, was in der Kiste drin ist. Na dann, lass es uns herausfinden. Oh, das sind zwei Quietscheenten. Aber das ist noch nicht alles. Das sind zwei Ferkelchen. Das ist ein Hühnchen. Und hinterher kommt die Katze gerannt. Und hinterher der Hund. Und das ist noch ein Pferd. Und eine Kuh. Und wo leben denn diese ganzen Tiere? Im Zoo? Nicht ganz, Poli. Die Tiere hier leben auf einem Bauernhof. Auf zum Bauernhof! Da wären wir auf dem Bauernhof. Jetzt müssen wir jedem Tier einen Ort finden. Die Miezekatze wird natürlich auf dem Dach wohnen. Die Entchen wohnen im Teich. Die Kuh kommt in den Stall. So, und hier wird dann unser Pferd wohnen. Gleich wird unser Hühnchen fliegen. Na los, haha. Und ab aufs Dach. Und hier können unsere Schweinchen wohnen. Apropos, wo sind denn die Schweine? Ah, da sind sie. Ich hab sie gefunden. Gut gemacht, Poli. Du bist ein echter Detektiv. Ach, komm mal her. Und eins und zwei. Wir haben allen Tieren ein Haus gefunden. Na, und nur der Hund hat kein Zuhause. Na, den Hund werden wir eine Hundehütte bauen. Schau mal, was wir für eine Hundehütte für das Hühnchen gebaut haben. Na, komm mal her. Super, jetzt hat jeder sein eigenes Zuhause. Lass mal schauen, was sonst noch in der Kiste drin ist. Also, schauen wir mal. Das sind hier zwei Autos. Und was können wir für diese Autos tun? Na, wir könnten ihnen zum Beispiel eine Straße bauen. Haha, schau mal. Die kleine Würmer.
Und wir machen sie noch länger. Und verbinden. Ich glaube, den Autos hat die Straße gefallen. Oh, klasse. Ist sonst noch was in der Kiste drin? Wir schauen gleich nach, Poli. Ha, die Kiste ist leer. Was können wir denn mit einer leeren Kiste anfangen? Na, alles Mögliche. Wir könnten die Bauklötze hier reinlegen. Du hast mir geholfen, hier alles in Ordnung zu bringen. Na, aber gern geschehen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben, abonnier den Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!